Idee mit den ESROPs, einfach wenn ihr so gegen den Hügel läuft mit dem Gras, da sieht man euch wirklich nicht. So, wir haben jetzt eine komplett freie Fläche, die wir überqueren müssen. Wir gehen einzeln. Ich will kommen gleich nach. Warte, du da oben an der Ecke. Sag, wenn du da bist. Ja, ich melde mich gleich sofort. Ich stehe jetzt an einer vereinzelten Tanne. Ich komme nach. User left your channel. Kannst du nachrücken, kannst du auch hin? Geh. Sekunde, Harvey hat mir kurz geschrieben. Wieder. Gut. Ich gehe jetzt Richtung Südost weiter. Auf der Karte seht ihr so ein kleines Waldstück, da gehe ich jetzt hin. Jo. Eins geht. Zwei Runden nach. Ich gehe direkt weiter und gehe dann auf Position 203. Ich bleibe aber hinter der Hügelkante. Eine Baumansammlung voraus, dort können wir erstmal halten. So, hab angehalten. Bin auch da. Bin auch hier. Von hier aus Sichtkontakt auf die Stellung, sehe feindliche Schielkas. Ich mach mal die ersten Fotos. Das ist der große Berg direkt voraus, oder? Positiv. Da siehst du auch oben Lichter leuchten. Habt ihr ein Fotoapparat, oder? Screenshots. Steam-Screenshots. Da sind mindestens zwei Schildkröten. Ich vermute, es steht noch eine dritte, die wir nicht sehen. Aber ich denke, das sollte genug aufgeklärt sein, dass die wissen, dass da mindestens zwei Schildkröten stehen. Auf 144 ist noch ein Funkturm, den mache ich auch mal ein Foto. Achtung, da ist ein Soldat. Richtung 141 Grad und zwar mitten auf dem Bergkamm. Er läuft hoch zu den Schierkas. Positiv, hab Sicht, mache Foto. Also Patrouille nach Zar. Nachtsichtgerät, also immer ein bisschen aufpassen. Ich scanne hier gerade mal die Umgebung ab. Gut, als nächstes wäre Modrava dran. Wo gehen wir da hin, um einen guten Überblick zu haben? Guck mal, ob wir von hier aus versehen können erstmal. Stimmt,
müsste eigentlich gehen. Monty. Hier. Wir vorschlagen, dass wir dazu davor. Und warte. Ah no. Das ist jetzt unbelegt. Aha. Du siehst diese paar Tannen da vorne auf 191 Grad. Dahingehend, um das auszuspähen. Können wir machen, ja. Okay, wir bewegen uns Richtung 191 Grad. Da stehen auch nochmal Tannen. Von dort aus gucken wir. Also verstanden. Eins geht. Zwei geht. Drei geht. So, wir können hier, von hier aus kann ich ohne Gerät auf jeden Fall schon mal Lichter erkennen. Das ist gut, wir müssen ja die Stadt aufklären. Sag's euch ungern, aber die Serversichtweite ist leider zu niedrig eingestellt. Oh Menno. Also ich gucke auf 4000 Meter, aber gerendert werden die Gegenstände irgendwie erst auf 2000. Also wir müssen näher ran. Ja. Okay, ich würde jetzt aber vorschlagen, dass wir den Berg linksseitig also ich würde vorschlagen, falls ihr mal auf die Karte guckt. User joined your channel. Ja. Wir umgehen den Berg rechtzeitig, ist zwar ein längerer Weg, und gehen dann ungefähr hier hin. Von hier aus hätten wir dann Blick direkt runter ins Tal, wo diese Dingens ist. Hast du auf der Karte gezeigt? Ja, ihr müsst im Umkreis von 4 Metern sein, also kann sein, dass ihr näher ran müsst. Nö, ich war auf dem Seetap, deswegen frage ich. Also du sagst, wir gehen hier rum. Genau. Und dann, auf Position 231, also hier. Dann könnten wir auch noch Bilder von der anderen Seite machen, von dem Lager. Klingt gut. Ist zwar jetzt ein längerer Fußmarsch, aber ich denke, der wird sich lohnen. Ja, definitiv. Gut, dann gehe ich jetzt, richte mich aus Richtung Ost und eins geht. Direkt voraus, unten im Tal, ist beleuchtete Hütten. 3 geht. Ja, ist ein Dorf da unten. Ich halte hier nochmal bei den Bäumen, wenn der Scharfschütze da einmal drüber guckt mit seinem NSV-Dings da. Haben wir Wärmebildgerät? Ich darf das aber nicht benutzen. Budgetkürzungen. Also mein Eyeball Mark 1 sagt mir, da unten ist nichts. Okay, wir warten eben bis Lutze. Ich muss weiter vorkommen, sonst sehe ich nichts. Naja, wir warten hier und sag Bescheid, wenn du aufgeklärt hast. Ich hab selber ein bisschen auf. Ich sehe nichts. Keine Menschenseele. Monty, was war schon wieder das Ace-Zeichen? Shift und dann diese Taste da. Warte, da muss ich auch jedes Mal. Ne, das war jetzt Lautstärke. Nein, das war auch falsch. Warte mal, Steuerung. Shift von 1, oder? Ah, warte mal. Ich glaube, es geht nicht mehr. Blöder Patch. Warte mal. Ja, es kommt jetzt auch die Tage eine neue Ace-Version. Warte mal, ich guck mal eben. Ace allgemein. Zeigen. Zeigefinger auf. Shift plus Zirkumflex. Ja, funktioniert nicht mehr. Also bewegen tut sich da nichts. Ich kann jetzt nur nicht in die Häuser reingucken. Okay, dann werden wir die Häuser
linksseitig am Wasser umgehen. Soll nicht lieber durch die Büsche oben durchlaufen? Ist das nicht ein bisschen zu nah, dass wir da vielleicht eine Patrouille treffen? Ich hätte auch gesagt, wir gehen da zwischen Berg und Dorf durch. Okay, dann gehen wir zwischen Berg und Dorf. Eins geht. Warte mal eben. Ja, warte. Da war halt die Patrouille, ne? Wir müssen halt gucken, dass die uns nicht erwischen. Okay, eins geht. Audio-Kontakt. Was? Geht unter die Bäume. Ja, ist ne... ist das eine Krasatka? Ja, ich glaube, es ist eine Krasatka. Nee, das ist eine Wildcat. Was macht die hier? Monty, mach ein Bild. Fotos gemacht. Fotos gemacht. Das sind all these armed forces. Okay, gut, die haben einen Hubschrauber, der Patrouille fliegt mit einem Suchscheinwerfer, toll. Echt, hat er einen Suchscheinwerfer? Ja, Schaufenboden und einen Suchscheinwerfer. Oh, ich sehe nichts, bei mir leuchtet da kein Licht. Ach doch, jetzt, ah, alles klar. Gut. Okay, jetzt oder nie. Eins geht. Springen vor. Wir gehen einzeln hier rüber und dann treffen wir uns gleich da. Springe. Halber Strecke hört ihr übrigens auf zu springen, ist mir gerade aufgefallen. So, bin drüben. Ich komm nach. Feindliche Patrouille Richtung 1, 4, 5 Grad. Entfernung 820 Meter. Gehen direkt in unsere Richtung. Okay, ich springe auch. Ich bin im Waldstück angekommen. Wie gesagt, feindliche Patrouille 1, 4, 5. Entfernung 820. Das heißt, wir sollten schnell weiter. Vier-Mann-Patrouille ist das. Die kommen direkt in unsere Richtung. Aber gut, sind noch 800 Meter weg. Ich würde jetzt hier tiefer runter ins Tal gehen. Da ist keine Deckung mehr gleich. Wir müssen hier weg, das steht fest. Richtung 122. Sind in Entfernung so 400 Meter ungefähr nochmal so eine Baumreihe. Jo, geh los direkt. Okay, ich springe. Äh,
Aus Richtung 145 hast du gesagt? Ja, positiv. Wir müssten jetzt so ungefähr 700 Meter entfernt sein. Ah ja, sehe sie. Also die gehen nicht in unsere Richtung, also auf 144 sehe ich jetzt zwar nur zwei Mann, aber die gehen direkt ins Tal runter. Ich bin nach. Position erreicht. Ah ja, ich sehe jetzt die anderen zwei. Wir laufen direkt auf die zu, Leute. Da hätten wir vielleicht einfach hier liegen bleiben sollen. Ich springe nach. Ich würde sagen, wir halten erstmal die Position. Ja, das würde ich auch machen. Ich muss jetzt kurz in diesem Busstück, in dem ich jetzt mit hier gerade befinde, kurz eine Pause machen. Ich muss zu Atem kommen. Springe wieder. Bin angekommen. Ich hab die Jungs jetzt aus den Augen verloren. Ich hab sie noch. Ah, ich sehe sie auch wieder. Wo? 139. Ja, sehe sie. Verdammt, die sind jetzt verflucht nahe. Sie ist jetzt auf 119. Das ist der erste Teil der Patrouille, sind ja zwei Mann-Trupps. Okay, die gehen jetzt Richtung Ost. Ah, damn it. Die gehen genau da lang, wo wir lang wollen. Übrigens, das ist, sind nicht Russen, das ist Altis Armed Forces. Wahrscheinlich ist das der Feind, die AAF. Das macht doch keinen Sinn, ich dachte, die Russen sind der Feind. Keine Ahnung. Die gehen aber auch wirklich genau da lang, wo wir lang wollen. Die Götter haben uns verflucht. Wir warten noch einen kurzen Moment. Gut, wir können immer noch versuchen, einfach jetzt auf der anderen Seite lang zu gehen. Ich würde sagen, wir beobachten jetzt erstmal und gucken, wenn die gleich wieder einen Haken nach oben schlagen, dann werden wir die Möglichkeit dann nutzen und an denen vorbeiziehen.
Wir könnten jetzt hier zum Beispiel Richtung 7, 9 Grad und ein bisschen tiefer weitergehen. Wieso nicht? Who dares wins? Gut, dann hätte ich mir jetzt schon einen Fleck ausgesucht, wo ich hin will. Ich gehe schon mal zur nächsten Baumreihe. Wir gehen aber wieder jeder einzeln. Eins geht. Meter noch, dann bin ich da. Position erreicht. Ich rücke nach. Monty, hast du noch Sichtkontakt zu unseren Freunden da? Negativ, Sichtkontakt komplett verloren. Ich sehe sie eben auch nicht mehr. Aber ich sehe schon den Hügel, den wir als Ziel auserkoren haben. Nächstes Ziel wäre die Baumreihe Richtung 059 Grad. Okay, ich bin angekommen. Eins geht. Leute, ich glaube, unsere Strobes gehen nicht mehr. Ich glaube, die laufen sowieso immer nur eine halbe Stunde oder so. Ziel erreicht. Zwei rückt nach. Ja, wollte ich so gesagt haben.
bin hier. Okay, nächste Richtung wäre 112 Grad, allerdings so rund 300 Meter. Ja, zur Not müssen wir, wenn wir auf freiem Feld sind, kriechen, falls wir was sehen. Okay, dann gehe ich mal los. Wir rücken jetzt unmittelbar nach, ich komme nach. Wenn es blitzen sollte, kurz hinlegen. Jawohl. Ja, wenn es blitzt, ist aber theoretisch schon zu spät. Baumreihe erreicht. Okay, hab die nächste. Eins geht. Zwei geht. Drei geht. Warum hast du dich hingelegt, Lutze? Weil es geblitzt hat, so wie ich gesagt habe vorhin. Ich habe nichts gesehen. Wetter ist dummerweise nicht immer synchron bei allen. Okay. Baumreihe erreicht und ich muss gleich mal eben kurz navigieren. Zeit, oder weiß jemand gerade per Zufall, wann es hier hell wird? Wir haben 0.56 Uhr. Ja, also wir haben noch ein paar Stunden. Also noch etwa so drei oder so, würde ich sagen. So. Richtung 137, nächster Baumreihenwippel. Eins geht. Ja, da gehen wir aber versetzt hin. Richtung 106 Feindpatrouille. Was? Welche Richtung? 105 Feindpatrouille. Die laufen, das sind die von vorhin, die laufen aber von uns weg praktisch. Okay, dann bin ich wieder aufrecht.
Ziel erreicht. Die müssten jetzt irgendwo links vor dir sein, also die sind nicht so weit weg, ehrlich gesagt. Ja, Sichtkontakt. Audiokontakt hinlegen. Ja, ich liege. Kommt der Heli wieder? Weiß ich nicht genau. Ja, der Heli kreist hier wieder. Ist wieder weg. Ich rücke nach. User left your channel. Finden, dreh dich auch zwischendurch mal um. Wohin umdrehen? Nach hinten. Ich trau dem Braten nämlich nicht ganz hier. Ja, ich rück jetzt nach. Wer sichert mich denn dann, wenn du jetzt drückst? Ich hab eh keine Sicht mehr auf dich, also insofern. Ja, auch die Umgebung sichern. Okay, die Jungs haben jetzt Richtung Südwest eingeschlagen, also gehen jetzt wieder Richtung Berg. Angeguckt. Ja, ich sehe sie. Und sie laufen hinten rum? Ah, ja, ich denke mal, die gehen jetzt wieder gleich den Berg rauf. Wir können jetzt von hier aus Richtung Ost, da hinten siehst du die Tannen, diese sechs Tannen, die da stehen. Da. Wenn ich nur im Bett agiere. Wir fahren doch auf den Laser an. Ich habe die Richtung gezeigt, wo wir jetzt hingehen. Okay. Nicht, wir haben Nachtsichtgeräte. Ja, das ist. Okay, unser Laser hat aber NATO-Code, das können wir nicht sehen. Da würde ich jetzt hingehen, dann sind wir praktisch genau weg von denen. Sag nur mal bitte die Richtung an. 103, da. Ich glaube, Eagle One hat das Prinzip von Fotos machen nicht verstanden. Ja, markieren die gerade auf der Karte, oder? Ja, sie sind auf dem Siedlerbund New Marker added. Ja, sehe ich die ganze Zeit, ja. Okay, eins geht. Wir laufen in Abstand von 50 Metern nach. Ja, verstanden. So geht. Also würde ich nicht wissen, dass du den Scharfschützenanzug anhast, würde ich dich nicht erkennen. Das ist gut. Ja, ohne Bewegung würde ich Lutze auch nicht sehen, wenn ich nicht wüsste, dass er da wäre, auch nicht. Das ist echt krass, diese Gillis-Reeds. Ja, auch in der Bewegung vor allem. Ich meine, das Gewehr ist noch etwas Auffälligste. Mit Shift und K lasst ihr euch übrigens die Windrichtung anzeigen. Jo, danke für den Hinweis. Meter bis zur Baumreihe.
Jo, dann machen Rauch, wir mal. Rauch. Leucht, Leuchtfackel runter. Hinlegen, hinlegen. Weiter kriechen bis zu den Bäumen. Diese Pisser sind zwei. Achtung. In den Bäumen liegen, auch zum Verschnaufen. Gut, ich muss eh mal kurz pinkeln. Bin gleich wieder da. Hier. Jo, wir waren eben jetzt. Hab's gehört. Wieder. DB. Von hier aus gehen wir jetzt direkt in Richtung 178. Habt ihr die Gegend mal ein bisschen gescannt? Nichts gesehen weiter, außer die Patrouille oben am Berg. Ja. 178. 178, genau. 1 geht. Der Hügel, den wir da jetzt direkt voraus haben, das ist auch unser Ziel. Drei geht. So, bin am Baumreihe. Hubschrauber, Hubschrauber. Hinlegen gleich. Baum.
Eins geht. So geht. Eins geht. Kreuze Straße. Zwo geht. Drei geht. So, von diesem Wald aus müssen wir uns dann jetzt eine gute Sichtposition suchen. Ah, ich sehe gerade, Richtung 209 Grad ist auch nochmal ein Waldstück, da gehen wir auch nochmal hin. Aber ich warte eben auf euch. Eins hält. Zwei ist da. Wir gehen jetzt hier Richtung 146, also wir gehen jetzt hinter dem Berg lang praktisch und gehen dann nachher, wenn wir das nächste Ziel erreicht haben, direkt oben drauf, weil oben drauf auf dem Berg wohl auch so ein, also laut Karte zumindest auch irgendwie was bewaldet ist. Bin auch hier. Eins geht. Eins geht. Mach mal ganz kurz eben halt den Abscannen. Eins geht. Sehr schön, direkt oben auf dem Hügel ist tatsächlich so ein kleiner Busch, also das ist sehr praktisch. Buschreihe erreicht. Können wir von hier aus eigentlich schon die Ziele, die östlich von uns an sind, sehen? Oh, warte mal, hier ist direkt ein Haus vor uns. Dann klärt das Haus mal eben. Deckung. Sieht zwei frei aus. Muss wahrscheinlich mit Enhanced Movement drauf. Vernagelt kommt man nicht rein, ist alles frei. Okay.
Dann gehen wir jetzt Richtung 168 und von da aus gehen wir gleich oben auf den Berg. 1 geht. Richtung 233. Richtung 279. Position erreicht, ein Feld. Auf jeden Fall haben wir von hier aus Sicht auf die Stadt. Hubschrauber alle runter. Landet der? Nicht bewegen. Baut wieder ab. Oh Gott, ich glaube, ich habe gerade eine kleine braune Spur hinterlassen. Ich hab mir auch gerade in die Hose gekackt. Der kommt wieder zurück. Okay, liegen bleiben. Na, entfernt sich, glaube ich, wieder. Aber man hört ihn immer noch, der muss da warten irgendwo. Er kommt wieder näher laut. Also wenn man. Sehen wieder. Fliegt Richtung Nordost. Hält. Wir am besten schnell die Stadt auf und gehen dann so schnell wie möglich weg von hier. Ist der Hubschrauber außer Reichweite jetzt erstmal wieder, oder? Nein. Ich höre ihn immer noch. Eben deswegen. Ich höre ihn nämlich auch. Okay, bin vor Ort. Aus Liegenpositionen kann ich die Stadt leider kaum sehen.
In der Stadt ist keinerlei Aktivität. Soll ich das auch fotografieren? Ja. Okay, behalte den Hubschrauber im Auge. Ich muss ungefähr 10 Meter vorgehen aus der Boschreihe raus. Ja, ein Panzerfin macht das mit dem Hubschrauber. Okay, ich sehe mal nach. Ich sehe ihn gerade, ich höre ihn nur. Okay, wenn du ihn gleich siehst, sofort schreien. Ich bin jetzt aus der Deckung raus. Immer noch keine Sinn. Hab 10 Fotos gemacht. Also in der Stadt ist keine Aktivität. Keinerlei Aktivität, überhaupt nichts. Da startet ein weiterer Helikopter. Wo? Keine Ahnung, ich höre nur den Helikopter, wie er anläuft. Ich auch, legt euch hin, nicht bewegen. Ist der vielleicht in der Stadt? Oh shit, sehen wir von hier aus den Berg. Wir müssen von da aus noch Fotos machen. Vielleicht ist da ein Heli. Die Rückseite ist frei, aber ja, der Helikopter ist vom Berg gekommen. Dann geben wir die Fotos mit der Bemerkung mit Helipad ab. So, ich mache jetzt nochmal von der Rückseite von den Schildkassen ein paar Fotos. Okay, ich würde sagen, der Punkt ist definitiv aufgeklärt von uns. So, ich komme wieder in die Baum. So, wo ist das nächste Ziel? Welche Richtung? Das sind die im Osten, da müssen wir aber ziemlich weit laufen. Da wäre jetzt mal eins mehr oder weniger direkt im Osten von uns und dann eins im Südosten. Mühsam zum Aufklären, würde ich mal sagen. Das im Ost. Kommt mal alle in meinen Umkreis. Knabbert ihr an den Zähnen? Sehr schön. Ich würde sagen, dass wir dahin gehen und von dort aus Fotos machen. Ah ja, da habe ich auch gerade gedacht. Weil das ist mit die höchste Stelle. Ja. Gut, aber ich möchte zu bedenken geben, dass in Wald, da ist noch ein Wald dazwischen, also Bäume. Der bietet uns beim Vorrücken auf jeden Fall gut Deckung. Aber die Höhe ist 3, 5, 8, also am Ehemann, aber ich beschränkte sich da auf die Stellung da. Also ich würde sagen, unter Umständen müssen wir es umkreisen und von oben eigentlich herabschauen. Ja gut, kann sein, dass wir dann eventuell auf Höhe 524 noch vorrücken müssen. Ja, dann hingegen das andere Ziel ist relativ einfach, da müssen wir auf, was ist das, 302 vorrücken. 302, genau. Das sind dann 220 Meter Unterschied. Ja, und danach sind wir sehr schnell auch beim Safehouse. Richtig. Ich rechne damit, dass wir die erst mal im Safehouse sind. Naja, die anderen, die klären ja auch wie die Blöden, ne? Die machen ja... Gut. Jojo, aber die haben es viel weiter als wir. Also wir gehen jetzt von hier aus Richtung 077 Grad Ost. Copy that. Ich geh los. Geduckte Haltung.
vorgeht. Behaltet links den Helikopter im Auge, also falls er wieder ankommt. Akustisch gesehen würde ich sagen, der ist irgendwo nordwestlich im Moment. Ja, ist er auch. Er ist irgendwo im Dunst drin. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall die Böschung und so ausnutzen, damit wir was haben zum Rückzug. Der Vorteil ist, dass wir jetzt beim Vorrücken relativ viel Waldfläche vor uns haben. Ich bleib mal ganz kurz stehen und scoute. Ja, ich stehe mitten in Bäumen, alles gut. Drei halt auch. Der Hubschrauber ist gelandet, Richtung 011 Grad. Der steht da. 011 oder 110? 011. Richtung Nord. Ja, positiv, Sichtkontakt. Ich habe mal ein Foto gemacht. Die Besatzung liegt aber noch drin. Ja, da läuft auch keiner draußen rum, ich sehe nichts. Die Besatzung macht mir keine Sorgen, ob die Passagiere. Passagiere hat er keine, der hat nur Pilot und Copilot. Ja, eben jetzt noch, aber vielleicht hat der, war das vorhin anders. Ja, vielleicht wartet ihr zum Aufsetzen, das kann sein, ja. Ich meine, vielleicht hat er schon abgesetzt. Weiter. Er fliegt wieder. Hinlegen. Startet er? Ja, er fliegt wieder. Fliegt jetzt Richtung Nordost, ne, Richtung Nord. Ja, fliegt aufs Meer. So weiter. Eins geht. Ich gehe jetzt aufrecht. Zwei geht. Drei geht. Wir gehen jetzt direkt auf das Waldstück, was direkt gegenüber ist, und gehen dann durch das Waldstück. Richtung 091, Richtung die Bäume, den Bäumen erstmal. Okay, geh Richtung 091. Du willst da hinten über die Straße herüber, von daher. Ja, hast recht. Ist besser. Wir machen Schlenker auf Richtung 131 hier in diesem Busch. Und dann würde ich sagen, springen wir einzeln zu den Bäumen und dann springen wir über die Straße. Ja. Klingt gut. Okay, eins hält. Dann springe ich jetzt zur Baumreihe. Eins springt. Ziel erreicht.
Gekommen. Einspringt. Fuck, ist die Bewegung. Fahrzeug nähert sich. Zwei Fahrzeuge. Hinlegen. Ich muss erst zu den Bäumen. Ich muss erst zu den Bäumen. Das sind fucking Leoparde. Komm die Straße runter. Liege, liege. Leoparde, mach Fotos, Monty. Kein Sichtkontakt, ich liege in der Mulde. Was ist schon wieder der Screenshot-Button? Standard F12. Sollte noch ein zweiter kommen, da mache ich Fotos. Ich bin auch da. Holy fuck, das sind viele Panzer. Das waren jetzt 5, glaube ich. 5 Leos? Zumindest viele. Ich spring jetzt nach. Wir sind ja zum Glück auch thermal geschützt mit diesen Gillespies, ne? Gott sei Dank. Weil die Panzer haben ja Thermalsicht. Ja, richtig. Ja. Ich hab schon gerade gedacht, jetzt sind wir. Überfällig. So, 2 ist da. Rücke nach. Habt ihr Fotos machen können? Positiv. Ich habe auch 2 gemacht. So, definitiv Leopard 2 Revolution. Was zum Teufel machen die Altis Forces hier? Drei angekommen. Okay, wir rücken jetzt ab Richtung 077 Grad. Eins geht. Wir gehen jetzt zusammen. Eins geht. So geht. Drei geht. Hier im Wald sind wir erstmal relativ sicher. Also ich würde es mal so sagen, wegen dem Panzer, wir können sagen, zumindest Zugstärke. Definitiv. Wo sind denn die hingefahren? Der Straße entlang, keine Ahnung wohin. Vielleicht in die Stadt da unten, vielleicht auch weiter, keine Ahnung. Ich versuche mal eine Meldung auf der 55 abzugeben, falls die jemand hört. Jawohl. Jetzt kommt offenes Feld, geht's wieder rüber auf die nächste Baumreihe. Eins geht. Ja, ich warte noch so lange.
das jemand gehört hat. Okay, ich bin drüben. Zwei Rücken ab. Flares! Auf 094 Grad. Okay, ich kann aus meiner Position nicht sehen. Ich hab's gerade noch gesehen. Ich gehe weiter. Sind ziemlich weit entfernt. Wahrscheinlich eins der anderen Teams aufgeklärt, oder? Kann sein, aber will ich jetzt nicht unbedingt sagen. In der Richtung sind nicht groß andere, also sollten nicht sein. Zumindest nicht so nah. Unser Ziel ist noch 360 Meter weg. Angekommen. Okay, ich gehe wieder bis zur nächsten Baumreihe, die ihr auf der Karte sehen könnt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt in 50 Meter Abstand. Ja. Eins geht. Ich gehe wieder geduckt. Wenn wir in dem Waldstück sind, muss ich kurz auf die Karte, um zu navigieren. Südlich von uns steht ein Warnschild. Kann einer mal gucken, was da drauf steht? Südlich. Ich gehe mal gucken, wenn ich es finde. Ungefähr da. Verdammt, Laser raus, die Panzer können das auch sehen. Die haben aber bestimmt keinen NATO-Code. Ich gehe mal gucken. Ich glaube, das ist ein Straßenschild. Hat einer von euch eine Rauchgranate geworfen? Negativ. Richtung Südwest, Rauchgranate. Ja, ist ein Straßenschild. Ich hab den Rauch gesehen, den Hügel runter. Genau, ich würde sagen, wir verharren jetzt hier mal so 2 bis 5 Minuten und warten mal ab. Positiv, aber hinlegen wenn möglich. Ich checke Richtung Südost. Checke Nordost. Ich Südwest, wo der Rauch herkam. Wow! Artillerie. Was ist das? Artillerie. Okay, wir sind aufgeklärt, wir müssen verlegen. Richtung 077 im Laufschritt. Dann war der Rauch nämlich ein Artillerie-Zielmarker. Aber wer hat uns gesehen, verdammt? Vielleicht haben die einfach nur ins Blaue geschossen. Hoffen wir es. Wir werden jetzt auf den Berg, der direkt voraus ist, raufgehen. Da oben sind, ist Wald, da können wir erstmal für ein paar Minuten verharren. Ich fühle mich nicht so wohl so nah an der Straße. Ich habe schon eine andere Richtung eingeschlagen.
in diesen dunklen Tannen da, diese Gruppe? An den Tannen rechts dran vorbei, oben auf dem Hügel zu den Bäumen. Ja, ja, klingt gut, klingt gut. Das lief bis jetzt so gut und jetzt Artillerie, ach du Scheiße. Ja, vielleicht haben sie auch wirklich nur ins Blaue geschossen. Also gesehen haben können sie uns eigentlich nicht, außer wir haben eine Patrouille übersehen. Also meistens war einfach ein Übungsfeuer oder sowas. Ja, vielleicht. Hoffen wir es. So, damit haben wir jetzt auch gleich unsere Position erreicht, von der aus wir spotten wollten. Hoffentlich können wir es von da aus auch. Ihr müsst schräg den Berg rauflaufen, der ist leider zu steil. Dann gehen wir halt steil. Ah, Sicht von hier aus aufs Zielgebiet. Ah, oh, immerhin etwas. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt erstmal alle so 3 bis 4 Minuten hin und warten, was da kommt. Ich checke jetzt schon mal Richtung Ost-Südost, wo das Ziel ist. Okay, 2 Wildcats stehen in der Base. Gut, dann ist das die Heli-Base. Ich vermute, davon aus sind auch die Panzer losgefahren. Ist aber ein ganz kleiner Stützpunkt, da sind nur 3 Gebäude, eine Lampe und 2 Helikopter. Trotzdem fotografieren. Jaja, ich habe schon ein paar Fotos gemacht. Die Lametta-Träger wollen das so. Auf Hügel 302 oder als nächstes. Richtig, genau, 302. Theoretisch könnten wir einen Schlenker über Safe House machen, da vermute ich mal, ist es sicher, also. Ja, dann gehen wir jetzt gleich direkt Richtung Süd. Gehen am Safe House vorbei und dann auf Hügel 302. Die Heli ist übrigens besetzt mit Pilot und Co-Pilot. Ich bin mir nämlich schnell was zu trinken holen und gleich wieder da. So, bin wieder da. Wollen wir dann weiter oder wollen wir noch kurz warten? Bei den Helikoptern südwestlich sind auch besetzte Bunkerpositionen und ein, ich glaube, 50er, bin mir aber nicht ganz sicher. Fotos. Bin schon dabei. Unsere Chefs wollen Bilder von Spider-Man, verdammt, von Stellungen.
Da steht ein Fahrzeug, ich kann es nicht sehen. Was ist es, 120 Grad zwischen den Bäumen? Das ist ein Schützenpanzer. Ich sehe den, Fahrer von hier aus. Ja, definitiv ein Maurer, das ist ein Warrior. Ja, Stellung, mehrere Infanteristen. Soll ich auch Fotos machen oder hast du sie schon, Monty? Ich habe alles fotografiert. Auf, Richtung Süd. Eins geht. Ich bin schwer verwundet. Okay, verarztet. Dabei. Okay, die haben uns aufgeklärt, jetzt ist es offiziell. Ja, Lutze muss ich eben noch verarzen. Dann hauen wir sofort ab. Ja, komisch. Lutze, brauchst du Hilfe? Ja, jetzt nicht. Okay, eins rennt. So geht. Ja, da kommt gleich der nächste Schlagmörser rein. Ja, die Rauchdinger. Achso. Guck mal hinter dich, wie hell das ist. Dann hinlegen. Kriecht weit. Was kriegst du im Nachtsichtgerät nicht so mit, wenn da irgendwie so eine Leuchtfunzel kommt? Komischerweise. Eigentlich müsste mich das ja total flashen. Ja, eigentlich. Okay, Leuchtkugeln sind da. Okay, hoch und weiterlaufen. Achtung, Straße. Ja, überquere Straße. Irgendwas hat hier einen Strommast umgefahren. Vermutlich die Panzer. Geht's oder brauchst du medizinische Hilfe? Morphium gleich. Ich laufe noch bis zur nächsten Baumreihe und dann machen wir das mit dem Morphium. Ich bin eh außer Atem, ich warte jetzt hier. Okay, ich mach schon einen Sprung rüber und warte dann auf euch. Nach. Ja, eins hält. Drei geht. Ich glaube, Lutz hat Verbindungsprobleme. Ich habe Verbindungsprobleme. Ja, ich höre dich. Hallo? User in your channel timed out. Ich hab dich.
Panzerfan hat das Verbindungsproblem. Der hat nämlich ein Disconnect. Alter, Fettmann, ist voll zerschossen worden. Alles tiefrot bei dir. Du hast einen Volltreffer kassiert. Bleib liegen. Bleib liegen, bleib liegen. Es war ein einzelner Mörserschuss. Das ist auch ein Witz, oder? Ja, es ist unser KI-Mod. Da kann Kyle nichts für. Wir sind aufgeklärt. Das ist, die wissen, wo wir sind. Also die KI weiß tatsächlich, wo wir sind. So. Schmerzmittel kannst du ja am besten selber drücken. Was habe ich gemacht? Schmerzmittel. Wie bitte? Schmerzmittel kannst du dir am besten selber drücken. Ich verbinde dich noch. Du hast, jedes Körperteil von dir ist tiefrot gewesen. So, ich bin jetzt an deinem Arm noch dran und dann muss gleich noch der Kopf und dann haben wir's. Aber es werden gleich wahrscheinlich meine Bandagen zu Ende sein. Ah, ich glaube, die anderen Teams sind auch unter Feuer. Der Panzerfan ist auch wieder hier. Echt? Wo? Da? Ah. Sehr gut. Okay. Nicht entschuldigen, ich fand das ganz cool. Ja, aber die haben uns ja nicht gesehen. Von wo denn? Wahrscheinlich irgendwo ein Fernaufklärer, der uns gesehen hat. Also es muss uns nur eine KI gesehen haben, die gibt das sofort User weiter. Your channel. Oh, ich dachte, ich sei hin. Was hat uns da getroffen? Ein Mörser. Was zum Teufel ist VCOM? VCOM ist unsere KI-Mod. Damit die standardmäßig umgeht, die arme KI nicht. Ach du Scheiße, das war jetzt mal blöd. So, okay, ach, ihr hört mich so, oder? Ich helf gleich, verarzt mich zuerst selbst, ich hab... Lutze hab ich komplett verarztet. Alter, geht mir diese Blinkerei auf den Sack. Was blinkt denn? Ich komm gleich mit Morphium, ich muss mich zuerst selbst verarzen. Hast du noch Schmerzmittel? Warte, Lutze, ich guck mal eben kurz. Ah, du hast noch Schmerzen, warte. Ich hab kein Schmerzmittel. Ich hab schon zwei Morphium genommen. Ah, drei darfst du. Jetzt hab ich den drittes gegeben. Was ist denn? Ey, ganz im Ernst, was ist das für eine Einstellung? Wie macht das weg? Monty, wie viel Morphium kann man nehmen? Zwei oder drei? Ah, eigentlich drei, aber... Was? Wie mache ich diese Einstellung weg, dass es blinkt? Gar nicht. Du kannst wählen zwischen Blinken und Bild verzerren. Das Blinken ist das weniger kopfschmerzintensive. Ah, da kriege ich einen epileptischen Anfall bei. Ja, Monty, wie viel kann man jetzt nehmen? Zwei oder drei? Ich habe ihm jetzt schon fünf gedrückt, also... Ich nehme noch einen, ja. Ich habe zuerst zwei. Irgendwie gehen deine Schmerzen nicht mehr weg. Ja, ich brauche jetzt nichts mehr. Lass mal. Ja, ich kann es gerade auch nichts machen. Das ist wirklich extrem ätzend. Ist das wieder dieses komische Advanced Medic System oder was? Was? Nein. Nee, das ist nicht Advanced. Bei Advanced wären wir liegen geblieben und tot. Sind wir abmarschbereit? Moment, wir haben Punktkraft der 55. Okay. Positiv, wir haben die höheren Ziele.
Hier Eagle One, wir hören Sie laut und deutlich, antworten. Wer ist denn Eagle One? Ah. Leute, die anderen haben wohl dasselbe Problem mit dem Minenwerfer gehabt wie wir. Die bräuchten einen Sani, keine Ahnung wo die sind, aber ja. Können wir halt nichts dran ändern. Wir haben doch einen Sani, oder? Ja, wahrscheinlich ist gerade der ausgefallen. So. Müsste Eagle 4 sein, die sind südlich von uns, circa, also fast 3 Kilometer. Ich sehe sie da unten. Also die brauchen Sani, ja? Ja, wir sind eher beim anderen Ziel und dann da aus, also ja, das macht müssen, keinen müssen die durch. Also wir können gerne zu 302 gehen, aufklären und dann zu denen laufen. Ja, das andere macht keinen Sinn, das dauert zu lange. Das liegt auf dem Weg, aufklären. Aber Kyle kann da auch irgendwie gegensteuern. So, ja, 137 Grad. Das war ja ein Fehler eigentlich. 137 Grad, Abstand 20 Meter, 1 geht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Mörserstellung oder Artilleriestellung nicht gesehen. Nein, ich glaube nicht. Die können auch irgendwo auf der ganzen Insel stehen. Die haben uns ja eben wegen diesem KI-Fehler einfach angegriffen. Das war ja kein Fehler, die haben uns tatsächlich gesehen. Irgendwas hat uns aufgeklärt, irgendwas hat uns gesehen. Ja, aber dann hätten die doch auch auf uns geschossen, die Panzer oder so. Die Panzer wird wahrscheinlich, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Kyle gesteuert hat und nachher wieder gelöscht hat, als sie vorbei waren. Ja, wenn die uns gesehen haben, reicht das. Die werden uns nicht gesehen haben. Wir lagen wahrscheinlich genug versteckt. Aber wer hat uns Ruhe, Ruhe, Ruhe! Was denn? Wir sind unterhalb dieser komischen Base von gerade, also deswegen wieder Funkdisziplin hier. Okay, Funkstelle. Achso, eins ist unterwegs, ne? Ja, zwei auch, aber ich habe mir das Gebiet mir angeguckt. Ah, okay, dann sag eben nachher Bescheid, wenn du anhältst, damit ich dann nicht weiterlaufe. Da geht. Wir laufen jetzt direkt gleich in so ein kleines Waldstück. Stück passiert. Wir laufen jetzt gerade direkt auf dem Haus zu. Wir nehmen den Wald daneben und laufen vorbei. Im Haus ist nicht begehbar. Haus passiert, Haus sauber. Schau mal ein bisschen kürzer. Ja, ich halte sofort an. Eins hält. Die können nämlich noch ordentlich Patrouillen drumherum sein, um dieses ganze Ding. Safehouse ist ja nicht gerade im patrouillenverseuchtesten Gebiet. Wir laufen nicht auf Safehouse, wir laufen gerade direkt auf die Position zu. Oh, okay. Safehouse ist südwestlich von uns.
Okay, 3 angekommen. 1 geht. Wir werden jetzt direkt, falls ihr den Wald direkt voraus sieht, da südöstlich, da gehen wir jetzt rein. Geht. Audiokontakt, Hubschuh. Hinlegen. Okay, entfernt sich wieder. Der Heli ist doch gestartet von da. Okay, weiter. Geduckt. Der landet. Ist gestartet, das ist doch der. Auf jeden Fall hat er Motor an. Ja, definitiv. Der ist im Nordosten. Ich erreiche jetzt gleich das Waldgebiet. Ich scanne da mal eben rüber. Eins halt. Ja, ich war bei Lutz. Zum Waldgebiet und dann warte du da eben, dann laufen wir gleich zusammen. Ja, verstanden. 3 geht. Hast du das gerade mit dem Laser? Ja, ich wollte die Richtung zeigen, wo du hin musst. Vielleicht habe ich irgendwie die Laser gesehen. Mal völlig outgame, KI kann Laser nicht sehen. Ah, okay. Ah, 3 ist angekommen. Lutz ist scanned. Hier sehe ich eh nichts. Okay, dann weiter Richtung 1, 3, 7 Grad. Ich bin überrascht, wie gut das läuft. Verschreiß nicht. Ja, wahrscheinlich werden wir gleich total aufgerieben. Andererseits spiele ich jetzt mal auch länger mal, seit langem mal wieder an dem Team, wo eine gewisse Nervensäge nicht dabei ist. Wir nennen keine Namen, weil der Stream läuft, das Video läuft. Habe ich gerade gesagt. Ich halte mal kurz an, ich muss navigieren. Okay, wir schwenken jetzt auf 277. Und 1 geht. Nee, Moment, 277 kann nicht richtig sein, Moment. Eins, drei, sieben meinst du, glaube ich. Ja genau, 137. Eins geht. Zwo
Links von uns auf dem Berg habe ich gerade eben Licht gesehen. Ja, dieser Berg mit der Schneekuppe. So, wir sind gleich bei Position 302, von der aus wir spotten. Eins geht geduckt. Eins geht langsam. Siehst du schon was, Monty? Ich check noch ab. Feindliches Fahr... Links von uns, Explosion. Das ist der Hubschrauber, der ist glaube ich gerade abgestürzt. Ich habe mal ein Foto gemacht. Und Aufklärung vom Zielgebiet? Ja, die Sichtweite scheint unter 1000 Meter zu liegen irgendwie. Weiß ich nicht. Ich sehe nur Leuchtpunkte. Aber das Ding ist nicht mal... Ist genau 700 Meter weg. Richtung 82 Grad sind die Piloten ausgestiegen. Aus dem Hubschrauber. Also in Dolina, ich mach Fotos, keinerlei Aktivität. Gebiet ist aufgeklärt. Wir können jetzt nochmal die andere Gruppe anfunken und fragen, ob wir denen helfen sollen. Nö, die haben zurückgefunkt, sie brauchen keine Hilfe mehr. Das heißt, wir können zum Safe House. Ja. Wir sind ja fertig. Positiv. Ja, also bestimmt noch 2 Stunden bis morgen ran. Wir haben gut Zeit. Okay, ich check mal kurz, wo wir hin müssen. Wo ist das? Mehr oder weniger direkt nach Westen. Okay, 272 Grad. Richtung 272 Grad. Ja, gut, einen Kilometer. Eins geht. Links von uns ist ein Flumsklo. Rechts ist eine zugenagelte Hütte. Ich laufe mal mehr zwischen den Bäumen und nicht immer über die freien Felder. Ich habe hier keine Bäume. Passiere Flumsklo.
jetzt durch ein Waldstück. Fläche. Okay, wir laufen jetzt direkt auf ein Waldstück zu. Ich denke mal noch eine Minute bis zum Safehouse. Ja, ich sehe es schon auf dem C-Tab. Oh, weniger als 300 Meter. Das ist dieses von Ace eingeführte Fatigue-System, also deine Ausdauer. Sei froh, dass wir nicht das Fatigue-System aus Arma 2 haben, weil dann würden wir irgendwann ohnmächtig werden, wenn wir zu erschöpft sind. Aus Ace oder Ace 2? Ace 2, aus Ace, also aus dem alten Ace von Arma 2. Safehouse erreicht. Scheiße.